Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es gibt mal wieder was zur zweiten Bundesliga und bevor sich gleich enttäuschte Stimmen in den Kommentaren breit machen, ich nehme das ja auch immer als Kompliment, wenn ihr sagt, macht doch mal wieder zweite und dritte Liga. Versteht mich aber bitte auch, dass ich das zeitlich einfach in der Fülle nicht wirklich hinbekommen kann. Der Fokus liegt auf der ersten Bundesliga und dann mache ich eben aus der zweiten Liga jetzt mal vereinzelt einfach ein paar Spiele. Links seht ihr alle Spiele des Spieltags in der Übersicht. Ich werde drei, die vom Thumbnail, auch in einer FIFA-Prognose machen. Bei den anderen werde ich Tipps abgeben, die seht ihr dann am Ende des Videos. Das ist hoffentlich verständlich und nachvollziehbar, ist anders einfach nicht machbar. Jetzt geht's aber los mit dem ersten Spiel, St. Pauli gegen Kiel. Viel Spaß und danke euch fürs Reinschalten. Der FC St. Pauli braucht unbedingt mal wieder einen Sieg. Seit dem zweiten Spieltag ist ihnen das nicht mehr gelungen. Holstein Kiel nun zu Gast am Millerntor, auch nicht unbedingt ein einfaches Kaliber, wenngleich Holstein am letzten Wochenende dem VfL Osnabrück mit 1:2 unterlag. St. Pauli aber war die bessere Mannschaft in der Anfangsphase nach dem 1:1 gegen Würzburg. Unter der Woche wollte man jetzt mit einem Sieg in das Jahr reinstarten. Die erste Möglichkeit hier von Chiré, aber relativ harmlos. Am letzten Wochenende, als der FC St. Pauli bei Greuther Fürth spielte, verlor man nur mit 1:2, aber es war wirklich ein schwaches Spiel gegen gute Fürther. Holstein Kiel eigentlich auch eine gute Mannschaft, ungefähr auf Augenhöhe mit Greuther Fürth, doch die Kieler, die konnten hier nicht so viel anbieten in der ersten Halbzeit. Rico Benatelli, er hatte den Ausgleichstreffer erzielt gegen die Würzburger Kickers, gegen seinen Ex-Club. Es ging hier mit dem 0:0 in die Pause für den FC St. Pauli etwas zu wenig aus den Möglichkeiten, die man eben bis dahin hatte. Holstein Kiel musste nun eine 180-Grad-Kehrtwende machen, aber weiterhin braun-weiß antreibend. Mit Rodrigo Salazar und Finn-Ole Becker, der aber an Gelios scheitert. Johannes Gelios, der sich hier keinerlei Schwäche leistete und hier ohne Probleme pariert. Über eine Stunde schon gespielt, weiterhin die Gastgeber im Vorwärtsmarsch. Matanovic legt quer zu Rodrigo Salazar, der hat zu viel Platz im 16er und macht das 1:0 in der 64. Spielminute. Das hochverdiente Führungstor für den FC St. Pauli, für die Störche. Ging es jetzt darum, zumindest einen Punkt noch zu sichern und nicht ins Jahr 2021 mit zwei Niederlagen zu starten. Schlussphase läuft. Mühling legt zu Jonas Meffert, aber viel zu zentral dieser Schuss. Aber man merkte dem FC St. Pauli dann doch eine gewisse Nervosität an am Ende. Nachspielzeit läuft. So viel gab es nicht drauf. Kiel nochmal nach vorne unterwegs. Meffert diesmal mit dem Pass und Jani Serra zerstört die Träume des FC St. Pauli des zweiten Saisonsiegs. In der dritten Minute der Nachspielzeit bekommt er zu viel Platz von Meffert vorbereitet. Und so geht es mit 1:1 zu Ende. Schmeichelhaft für Kiel, aber der FC St. Pauli hat seine Möglichkeiten einfach zu schwach genutzt. Der erste FC Nürnberg kann durchaus zufrieden sein mit der Spielzeit, die momentan absolviert wird, aber man ist eben auch nicht zu 100% zufrieden. Zumindest die erste Tabellenhälfte sollte es doch schon werden. Dafür ist noch genug Zeit, aber hier gegen den Hamburger Sportverein musste man wirklich aufpassen, nicht frühzeitig in Rückstand zu geraten. Hier die Kopfballmöglichkeit von Kinsombi mal symptomatisch herausgearbeitet. Das war schon ein starker Auftritt der Mannschaft von Daniel Thun. Der Tabellenführer, er machte hier seinem Ruf alle Ehre. Wagnermann bekommt auch viel Platz, zieht in den 16er ein, legt quer zu Haier und da fehlt nicht mehr viel. 38. Spielminute. Es wäre schon auf jeden Fall der Führungstreffer möglich, wenn nicht sogar hochverdient gewesen. Der Klub, er brachte nach der Niederlage zuletzt gegen Heidenheim nicht die Spielstärke aufs Feld, die man eigentlich gewohnt war. Aber logischerweise muss man dabei auch berücksichtigen, dass der HSV
ein starkes Team hat. Zweiter Durchgang, Hamburg kam jetzt nicht mehr so viel nach vorne, Nürnberg stabilisierte sich in der Defensive und brachte nach vorne das ein oder andere Gefährliche zustande. Das ist Handwerker und Singh mit dem 1:0 in der 74. Minute. Kam dennoch aus dem Nichts für die Klubberer, aber ziemlich egal, wie das Ganze zustande kommt, da entwischt dann Singh der Hintermannschaft, sodass der HSV diesem Rückstand jetzt hinterherlief. Zumindest den Ausgleich wollte man erzielen, aber es kam dann auch immer wieder Pech dazu. Manuel Winsheimer an den Pfosten und dann Jatta, der reingeht, und es gibt nur Abstoß. Es sollte für den Hamburger Sportverein nicht wirklich sein. Doch sie bekamen noch eine letzte Möglichkeit. Spielen sich da vorm 16er den Ball zu. Nürnberg wirklich nur noch auf der letzten Rille. Haya bekommt jetzt aber zu viel Freiraum. Und gleich in der 92. Minute aus. Das 1:1. Der späte Nackenschlag für den ersten FC Nürnberg. Leistungstechnisch geht das aber mindestens in Ordnung, wenn nicht gar sogar für den HSV mehr drin gewesen wäre. Aber sie schlagen selber spät zu und das ist dann vor allem wichtig, dieser Punkt für die Moral. Der SV Darmstadt dümpelt ein wenig durch die Saison, aber da kann Hannover 96 auch ein Liedchen von singen. Beide Mannschaften im Tabellenmittelfeld angesiedelt, Hannover aber zumindest überzeugte zuletzt beim 4:0 gegen Sandhausen. Aber auswärts tun sie sich traditionell schwer, die Niedersachsen, und so auch hier in der 6. Spielminute der Rückstand. Marvin Melem mit dem 1:0, keine Chance für Michael Esser. Sinnbildlich dann mal herausgearbeitet hier eine Situation von Hannover. Ragucci mit der Ecke, die kommt schon viel zu weit. Rapp kann den klären, dann versucht sich Moroja nochmal im Antrieb. Bijol, Ball aber zu weit gespielt. Schuhn schmeißt sich auf die Pille und hat das Ding ganz sicher. Weiterhin 1:0, kurz vor dem Seitenwechsel. Dann Dosu nochmal zu Kempe. Auch völlig frei dort. Sträflich alleine gelassen. Und bei Kempe läuft es in dieser Saison nochmal besonders gut. Richtiger Torjäger, Topscorer, macht das stark und bringt damit Darmstadt mit 2:0 in Führung zur Pause. Viel hatte dann die zweite Hälfte nicht mehr zu bieten. Hannover 96 konnte zumindest Schadensbegrenzung betreiben, aber das war nicht unbedingt der Anspruch, den man hier eigentlich hatte. Zumindest ein Punkt sollte es werden, aber das wurde immer unmöglicher und spätestens als sich Schuhn dann hier in der 89. Minute noch einmal auf den Ball schmeißen konnte, waren die Hoffnungen vorbei. Darmstadt gewinnt am Sonntagmittag mit 2:0 gegen Hannover. Ein ungefährdeter, souveräner Heimsieg gegen mal wieder auswärtsschwache Hannoveraner. Ja, und dann haben wir noch einmal kurz alle Spiele im Überblick und daneben seht ihr meine Tipps, in den Klammern dann jeweils die Ergebnisse der Prognose. Karlsruhe führt 0:2, mein Tipp Sandhausen-Heidenheim tippe ich auch auf einen Auswärtssieg 1:3, St. Pauli Kiel 2:3, Osnabrück Würzburg 2:0, Nürnberg Hamburg 2:2, Darmstadt Hannover 2:1, Paderborn Aue 3:2, Regensburg, Bochum 0:1 und Braunschweig 0:2 gegen Düsseldorf. Das sind meine Tipps. Tippt ihr auch gerne mit den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wie hat euch das Format gefallen? Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.